Gemeinde Rinach beschreitet neue Wege und bietet mit einer speziellen Anlaufstelle Unterstützung bei der Vermietung und Miete von Gewerberäumlichkeiten für jede Firmengröße. Wieso ist das überhaupt nötig? Wir haben hier in Rinach festgestellt, dass wir auf der Gemeinde, wenn Anfragen kommen von Firmen, die sich interessieren, in Rinach sich niederzulassen, keine zeitnahe Auskunft geben können, was für Flächen mit welchem Ausbaustandard frei und verfügbar sind. Und das war unbefriedigend gewesen. Und man hat dann entschieden, dass man das ändern möchte, indem man einerseits Firmen, die sich interessieren für den Standort, hilft, die entsprechenden Flächen zu finden und andererseits Verwaltungen, Eigentümer, Vermieter unterstützt bei der Suche nach geeigneten und passenden Firmen, die in ihr Gebäude hineinpassen. Es soll bewusst keine Konkurrenz sein für bestehende Angebote. Unsere Dienstleistung ist wirklich nur, dass wir die zwei Parteien zusammenführen. Das heisst, die interessierte Firma bekommt eine sogenannte Willkommensbroschüre über Rinach, wo drin steht, wie ist die Gemeinde aufgestellt, wie ist die Infrastruktur, was bietet die Gemeinde sowohl für Firmen wie auch für Einwohner. Und dann bekommt sie ein Angebot für 3 bis 5 passende Liegenschaften, die in unserem Portfolio verfügbar sind. Wie erfahrt die Anlaufstelle überhaupt, wo etwas frei ist? Also der persönliche Kontakt zu den Eigentümern ist eigentlich das Wichtigste. Das heisst, für mich zentral ist jetzt aufzubauen, wer ist wo Ansprechpartner, mich mit diesen Leuten zu treffen, die Liegenschaft anzuschauen und festzuhalten, was ist zu vermieten, was mit welchem Ausbaustandard, was kann gemacht werden, wie bereit ist der Eigentümer dort, etwas an Umbau dann zu investieren, sodass wir wirklich können Firmen, die sich interessieren, Auskunft geben, wo was vorhanden ist. Aber der persönliche Kontakt ist eigentlich das Wichtigste. Wir wollen keine weitere Plattform im Internet aufbauen, also nicht nochmal jemand, sondern es soll wirklich über die Gemeinde, über die Standortförderung funktionieren, dass wir dort möchten Unterstützung leisten. Und so sieht es punkto Kosten aus. Im Moment kostet das die Firma nichts. Also wenn sie aufgrund von dem Portfolio, das ich dann zuschicke, in Kontakt tritt mit dem Vermieter und die zwei sich finden, dann ist für uns das Ziel erreicht. Dann ist eine Firma, die nach Rinach kommt und der Standort mit dem aufgewertet wird und freie Flächen vermietet sind. Letztlich geht es also um die Förderung und Stärkung des Wirtschaftsstandorts Rinach. Wer steckt hinter dieser Standortförderung? Also die Gemeinde Rinach und der Verein KMU Rinach sind die zwei starken Treiber und die zwei, die das portieren. Sie sind sehr interessiert daran, dass wir im Kägen mehr Firmen können ansiedeln können und somit den Standort attraktiver machen, wenn wir sehr viele Flächen haben, die im Moment leer stehen. Und das ist unbefriedigend sowohl für die Eigentümer wie auch die Gemeinde selber. Schon zum dritten Mal seit 2012 ist Rinach vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF mit dem Label «Kinderfreundliche Gemeinde» ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung ist der Lohn dafür, dass sich Rinach seit Jahren bewusst und systematisch dafür einsetzt, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen umgesetzt werden. Zum Beispiel mit der Neugestaltung von Spielplätzen, der Installierung von der grossen Wasserrutschbahn im Schwimmbad, dem Bau vom Natur- und Erlebnisweiher oder den gelben Füssen auf der Strasse, die den Weg weisen. Die Auszeichnung hat aus den bekannten Gründen nur digital stattfinden. Die Gemeinde Rinach hat sich seit Jahren die Kinderfreundlichkeit und die Partizipation von Kindern und Jugendlichen als Leitprinzip auf die Fahne geschrieben. Ich möchte Ihnen meine Wertschätzung und Achtung ausdrücken für all das, was Sie seit Beginn des Zertifizierungsprozesses mit viel Engagement für die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen bereits geleistet haben. Was erreicht wurde, ist rundum beeindruckend. Seit Jahren gehört die Gemeinde Rinach denn auch zu den Vorreitern der Kinderfreundlichkeit. Und wenn wir auf die Schweizer Landkarte schauen, so sehen wir Rinach als eine Art Leuchtturm in Bezug auf Kinder und Jugendliche. Ich freue mich nun außerordentlich, Ihnen auf diesem Weg unseren großen Dank für diese Arbeit auszusprechen und Ihnen zur erneuten Auszeichnung zur kinderfreundlichen Gemeinde zu gratulieren.